Wir haben ein Dokument gefunden. Nun ist es an der Zeit, mich vorzustellen. Ich bin Prinzessin Saraya, Tochter Prapats, des Moguls von Hidun. Meine Expedition nahe der Grenze wurde plötzlich von einer Armee angegriffen, angeführt von fremden Priestern. Bitte erweist mir die Gunst, mich euch anschließen zu dürfen. Ich ersuche eure Gemeinschaft, um für das Wohl Hiduns zu kämpfen. Prinzessin Saraya, seid willkommen an unserer Seite. Wir folgen eurem Gesuch, um den Ruhm und die Ehre unserer Majestät zu mehren. Ja, geht immer nur um mich. Aber ja, wir sind ja ein barmherziger König. Deswegen erinnert man sich in 600 Jahren noch immer an uns. Gut, wir gucken noch schnell in die Mission Hendala rein. Auch wenn es nicht lange ist. Und wir wechseln übrigens auch den Ort. Also ja, die Tafelrunde vom Westholm ist ein bisschen altbacken. Und ein bisschen zu weit weg für diese Expedition. Deswegen gibt es jetzt ein königliches Expeditionslager an der Grenze, in dem wir lagern. Euer Majestät, etwas Schlimmes geht in Hidun vor sich. Zuerst riss der Kontakt zu einigen Provinzen ab. Darauf begab sich mein Vater, der Mogul, auf eine Expedition dorthin. Doch er verschwand spurlos. Als ich mich auf die Suche nach ihm machte, fand ich nur menschenleere Landstriche vor. Hendala ist eine Provinz, zu der noch Kontakt besteht. Dort sind vor kurzem fremde Priester aufgetaucht. Vermutlich dieselben, die mich überfallen haben. Ich gehe davon aus, dass sich mein Vater dorthin begeben wird, sofern auch er von den Fremden erfahren hat. Wir werden hier unseren Stützpunkt errichten, die Region erkunden und die Suche nach meinem Vater aufnehmen. Fenpa liegt in direkter Nachbarschaft zu unserer Siedlung und auch Haoshia ist nicht weit entfernt. Ihre Dorfvorsteher sind treue Untertanen des Reiches. Sie werden uns ihre Unterstützung nicht versagen. Konglish ist ein weiteres Dorf im Osten der Region. Nicht unweit davon liegt der Tempel von Hendala. Doch wir müssen uns vorsehen. Während der Regenzeit werden die Furten unpassierbar und wir können zu dieser Jahreszeit weder Fisch fangen noch Getreide ernten. Euer Majestät, lasst mich die Suche nach meinem Vater anführen und dieser Bedrohung ein Ende bereiten. Ja, wir haben unsere neue Addon-Ritterin gekriegt, nämlich Saraya. Und was kann sie Schönes? Als Tochter des Moguls kann ich Tribut von Städten und Dörfern zum Wohle des Reichs einfordern. Ja, und sie hat... Mehr hat sie nicht zu sagen? Ja. Saraya ist die Tochter Prapats des Moguls von Hidun. Ihr Geschenk und ihre Kampfeskunst sind legendär. Passive Fähigkeit. Handelsposten werden günstiger errichtet. Erzielt bessere Preise am Handelsposten. Kann Tribut von Städten und Dörfern einfordern. Ist schon mal nicht schlecht. Was für Argumente bringen unsere anderen drei? Ich kenne diese Gegend zwar nicht, doch seid gewiss, dass ihr auf mein Können im Kampf und Führung zählen könnt. Das können wir doch immer, Barkis. Als loyaler Weggefährte erhoffe ich mir den Einsatz im Namen der Ehre Westerlins. Sollten wir auf Widerstand stoßen, wird euch mein weises Handeln und mein Geschick im Feld von großem Nutzen sein, Majestät. Ja, ja gut, Hakim hatte jetzt seine erste Runde. Wir werden mal mit Saraya... Hiduns Ruhm wird ewig bestehen. ...starten, da sie ja jetzt unsere neue Ritterin ist. Hendala, wir müssen eine Stadt errichten, um die Seele von Hendala vor dem... rätselhaften Feind zu beschützen, der die Provinz von Hidun heimsucht. Hoffen wir, dass wir Sarayas Vater, den vermissten Mogul, finden und dass er uns unterstützt. Wir müssen Informationen über diese fremden Priester einholen. In Fenpa wird man uns sicher weiterhelfen können. Ja, gut.
Also ja, wir haben nicht nur ein neues Design für unsere Burg und unsere Außenposten. Wir haben auch komplett neue Bodenarten. Wobei der Boden nicht fruchtbar ist, leider. Hier hinten haben wir jede Menge Holz für einen Holzfäller. Und ja, auch die Straßen sehen ziemlich braun aus. Hier oben wäre noch genug Platz für einen Holzfäller. Und unseren vorerst dritten Holzfäller packen wir hier hin. So, dann wie immer einen Wurstmacher. Und ja, von unserem Hochplateau konnte man auch gut auf der Karte erkennen, gibt es nur den direkten Weg runter. Und ja, was ich euch noch zeigen möchte, können wir gerade nicht. Gut, es passiert noch nicht. Wir befinden uns ja jetzt in einem neuen Biom und da sind auch die Wetterregeln jetzt wieder anders. So, aber erstmal schön Ausbauten machen. Schon unterwegs. Also ja, ein fremdes Lager. Tribut eines fremden Lagerhauses oder der fremden Burg in der Nähe. Ei. Jawohl. Gut, dann gehen wir erstmal ins Nachbardorf. Schon unterwegs. Was wahrscheinlich gar nicht mehr steht, so wie das aussieht. Diese Aufgabe ist erfüllt. Das Dorf Fenpa wurde niedergebrannt. Lasst uns umgehend in Haoshia nach dem Rechten sehen. Das Dorf liegt unmittelbar westlich von hier. Hier hätten wir also aber grüne Weideflächen und sogar Kühe. Jawohl! Diese Aufgabe ist erfüllt. Helft uns! Zuerst erschütterte ein Erdbeben unser Land. Anschließend kamen die fremden Priester. Sie predigten, dass ein Fluch auf Hidun liege und die Naturgewalten uns zürnen. Sie wollten uns zu ihrer Göttin Kana bringen. Als wir dies ablehnten, brannten sie unser Dorf nieder. Nachdem ihr Dorf zerstört wurde, beugten sich unsere Nachbarn in Fenpa der Gewalt und verließen ihr Land. Wir jedoch werden unsere Heimaten nicht aufgeben. Liefert uns Holz für die nötigsten Reparaturen. Jawohl! Na gut, vorher bauen wir unsere Holzfäller hinten auf. Wir haben ja 10 Minuten Zeit. Schon unterwegs! Wie ihr wünscht! So, hier haben wir auch ein Dorf, eine Ausgrabungsstätte. Ja, Lager Radisch. Okay, das sind Feinde. Oh, die haben sogar eine Trümmerburg hier. Und ja, man kann gar nicht zu ihnen rein, weil sie haben ein Stadttor. Verstanden. Gut. Okay, wir hätten eigentlich jetzt theoretisch das Holz. Aber wie gesagt, bauen wir erstmal bei uns ein bisschen aus. Verstanden. Und ja, jetzt kommen die Regenzeiten. Also, kein Fischfang in der Monsunzeit. Und auch kein Getreide in der Monsunzeit. Das sind die beiden. Also Juli, August ist Monsunzeit, also Regenzeit. In dieser Zeit können wir nicht über die Flüsse drüber, weil sie überschwemmt sind. Alles klar. Und wir können kein Weizen und kein Fisch uns holen. Aber wir haben hier auf jeden Fall viel Grünfläche, die wir da nutzen können für Farmen.
Alles klar. So, Holz. Zigarei. Ja, was wir genauso wenig haben, ist Stein. Auf euren Befehl! Und ja, hier gibt's Tiger. Oh, und hier ist auch die heilige Kuh. Schon unterwegs. Das war schon die Mission mit der heiligen Kuh. Gut. Seltsam. Auf diesem Landstrich weidet eine einsame Kuh. Sie muss jemandem gehören, denn sie ist mit Schmuck behangen. Ei! Ja, da oben ist auch ein Tiger unterwegs. Und ja. Gerberei und ich kann... Na, ich sollte noch einen Moment warten. Jawohl! Sofort! Sofort! Gut, Geldmittel sind immer gut. Jawohl! Alles klar! Gut, und in das Gebiet, in die Gebiete komme ich nur hier rüber. Ja. Sofort. Oh ja, ich könnte so dreist sein, von dir Geld zu verlangen. Ein Karren wurde ausgesandt. Wir schicken ihnen aber erstmal das Holz, das sie brauchen. Was verkaufen die einem dann? Wild und, also Tierkörper und Eisen. Als Tochter des Moguls kann ich Tribut von Städten und Dörfern zum Wohle des Reichs einfordern. Okay, der Tribut war jetzt nicht so gedacht. Schon unterwegs! Es gibt einige Flüsse in unserer Region. Beachtet, dass ihre Furten in der Regenzeit unpassierbar werden und ihr schnell festsitzen könntet. Auch das Fischen und die Getreideernte sind zu dieser Zeit nicht möglich. Tragt also besser Sorge für volle Lager und genügend Wild auf dem Speiseplan. Mhm. Da kommt Geld. Mit dem Geld können wir hier unseren schicken Außenposten errichten, damit wir Zugriff auf die Grünflächen haben. Vielen Dank für euer Holz. Unser Dorf wird schon bald wieder aufgebaut sein. Siedler, dies ist eure letzte Chance. Betet Kana, die mächtige Göttin des grünen Feuers, an und folgt uns. Allein Kana kann euch vor dem Fluch der wütenden Urkräfte schützen. Solltet ihr jedoch die Gefolgschaft verweigern, werden wir euch zu eurem Glück zwingen müssen. Unser Dorf hat schwere Schäden erlitten. Wir können uns nicht länger selbst versorgen. Uns droht eine Hungersnot. Bitte sendet uns Nahrung. Ihr könnt euch im Land unserer versteppten Nachbarn niederlassen. Fenpar ist fruchtbar und bietet euch satte Weidegründe. Da es jedoch keinen eigenen Zugang zu Wasser hat, solltet ihr dort einen Brunnen bauen. Mhm.
Hoffen wir, dass das Dorf Konglish im Osten unbeschadet ist. Vielleicht brauchen auch sie unsere Hilfe. Na gut, das gucken. Die Regenzeit hat eingesetzt. Gut, das gucken wir dann aber beim nächsten Mal erst. Ich mache einen Quick Save. Wir haben ein Territorium eingenommen. Und dann gibt es erstmal einen Cut. Also, bis gleich. Ein